Unser Standort in Goldkronach, darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen zum Dürr Deep Dive, dein Podcast für authentische Einblicke in unser Unternehmen. Mein Name ist Laura und heute habe ich gleich zwei Gäste in unserem Studio. Ich freue mich, dass ich mit Dr. Bernd Schricker und Andreas Schäfer zwei langjährige Mitarbeiter von unserem Standort in Goldkronach begrüßen kann. Bernd ist EMEA-weiter Leiter der Prozess- und Verfahrenstechnik und seit 15 Jahren bei Dürr. Andreas ist 36 Jahre alt und seit 2014 fester Bestandteil von Bernds Team. Hallo Bernd und hallo Andreas, schön, dass ihr beide heute dabei seid. Wie ihr ja bereits wisst, gibt es zu Beginn immer zwei kurze persönliche Fragen an unsere Gäste, so heute auch an euch. Könnt ihr euch noch erinnern, was ihr als Kind werden wolltet? Naja, wenn ich mal anfangen darf, also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich das Autoradio aus dem VW Käfer von meinem Vater zerlegt habe und ich glaube, das war der Anfang davon, dass ich Ingenieur werden wollte. Ja, bei mir ist es schwierig, aber ich denke, das Klassischste ist natürlich, dass ich Polizist werden wollte. Das hat aber durchaus was mit meinem Vater auch zu tun, da hatte das schon vorgesorgt. Ja, und der Weg zum Ingenieur hat dann etwas länger gedauert, aber hat sich dann am Ende gefunden. Und was bedeutet Dürr für euch in drei Worten? Also für mich sind drei Worte, die mir so spontan einfallen: Technik, Leidenschaft, Innovation. Oder als alter Franke könnte man auch sagen, ganz vorn dabei. Andreas, für dich? Ja, aus der Sicht eines Mitarbeiters hätte ich dann auch facettenreich, ambitioniert und lehrreich. Unser Thema heute ist ja unser Standort in Goldkronach. Für alle, die Goldkronach bisher noch nicht kennen, Goldkronach ist ein kleines Städtchen im oberfränkischen Landkreis Bayreuth. Dort, unweit vom schönen Fichtelgebirge, sitzt mit ca. 80 Mitarbeitern ein wesentlicher Anteil unserer Division Clean Technology Systems, kurz CTS. Die CTS ist die Business Unit, die sich bei Dürr mit modernster Umwelttechnik im Anlagenbau beschäftigt. Andreas, wodurch zeichnet sich unser Goldkronacher Standort deiner Meinung nach aus? Ja, wie du schon gesagt hast, haben wir in etwa 80 Mitarbeiter am Standort. Das ist natürlich eine überschaubare Mitarbeiterzahl und demnach kennt sich auch in der Regel jeder. Der Standort selbst, da wir direkt am Rande des Fichtelgebirges liegen, hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man gerade in der Mittagspause auch mal rausgehen kann ins Grüne. Und ja, es bieten sich dann natürlich auch gerade dann im Winter, aber auch im Frühling, im Sommer die Möglichkeiten, verschiedensten sportlichen Tätigkeiten nachzugehen, sei es Wandern, Mountainbiken, Langlaufen, da haben wir auch viele Kollegen, die sich in Gruppen organisiert haben und dann auch zusammen rausgehen. Und den Standort selbst, was den betrifft, haben wir natürlich auch unsere technische Kompetenz in der Abluftreinigung. Da haben wir unter anderem hier am Standort direkt die Competition Line, die sich um wettbewerbsfähige Anlagen kümmert und da fleißig dabei ist, den Markt aufzumischen. Und seit letztem Jahr sind wir auch Center of Competence Solvent Recovery. Solvent Recovery, das klingt ja interessant, aber ich kann mir vorstellen, dass es einige Zuhörer gibt, die seither noch nie davon gehört haben. Was genau verbirgt sich denn dahinter und was sind eventuell auch entsprechende Anwendungsfelder? Ja, Solvent Recovery oder zu Deutsch Lösemittelrückgewinnung ist im ersten Moment erst einmal wirklich die Rückgewinnung von verschiedenen Lösemitteln bei uns aus der Prozessluft, die wir von einem Kunden oder anderen Anlagenteilen bekommen. Da ist natürlich die Frage, ob man immer eine Lösemittelrückgewinnung macht oder eben wie bei uns mit der Abluftreinigung hantiert. Und entscheidend dafür ist vor allem dann die Art der eingesetzten Lösemittel, wie teuer die in der Beschaffung sind, dass es sich auch wirklich lohnt, die zurückzugewinnen. Wir setzen da verschiedenste Arten ein, unter anderem adsorptive, als auch dann eben die Rückgewinnung durch Kondensation. Wenn man sich jetzt überlegt, wo das Ganze auch stattfindet, muss man gar nicht so weit denken. Eines der aktuell wichtigsten Anwendungsfelder ist im Bereich der Akkuproduktion. Jeder von uns kennt einen Lithium-Akku, hat den wahrscheinlich auch in der Tasche, im Handy oder vielleicht mittlerweile auch im Kfz. Und das ist aktuell eins der bewegtesten Felder, wo wir auch zum Einsatz kommen mit unserer Lösemittelrückgewinnung. Vielen Dank für den Einblick. Du bist ja nun schon einige Jahre dabei. Woher kommt das Geschäft denn eigentlich und wie kam es zur Bündelung dieser Kompetenzen am Standort in Goldkronach? Ja, das Geschäft selbst kommt auch mit aus der Abluftreinigung, da es ja darum geht, Lösemittel abzuscheiden aus der Abluft. Auch im Bereich der Akkuproduktion kann nicht die vollständige Luft wiederverwendet werden, sondern muss auch in die Atmosphäre zurückgegeben werden, wo wir wieder mit ins Spiel kommen. Und in diesem Rahmen, gerade aufgrund der Kosten dieser Lösemittel, war es dann auch naheliegend, die nicht nur zu oxidieren oder abzuscheiden, sondern wirklich zurückzugewinnen, um sie dann wieder vorne dem Prozess zuzuführen.
ja, wie es zur Bündelung der Kompetenzen kam, denke ich, kann uns der Bernd Schricker auch noch einige Einblicke geben. Ja, vielleicht als Ergänzung dazu noch, der Standort Goldkronach kommt ja von der LTB, also die Luft- und Thermotechnik Bayreuth, die hier in der Region schon immer eine feste Größe war. Und die LTB hat sich hier auch schon immer mit dem Thema Abluftreinigung beschäftigt, und zwar in der gesamten Tiefe, die die Physik, die Chemie und die Thermodynamik so hergibt. Insofern waren die Grundlagen und sind sie immer noch da, und da liegt es ja auch nahe, diese Kompetenzen, die am Standort vorhanden sind, auch in dem größeren Technologieumfeld, das jetzt über Dürr uns zur Verfügung steht, dann auch zu nutzen. Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen genauer in die Standortgeschichte reingeblickt. Du hast eben die LTB erwähnt. Wie hat sich denn der Standort über die Jahre und im Laufe der Zeit entwickelt? Ja, der Standort Goldkronach hat, wie gesagt, seine Geschichte in der Luft- und Thermotechnik Bayreuth, in der Umgebung immer noch gut bekannt als die LTB. Die wurde 1958 gegründet, hat sich schon immer mit industrieller Abluftreinigung beschäftigt. Die erste RTO, also die regenerativ-thermische Oxidation in dem Bereich Abluftreinigung, hat LTB in den 90er Jahren gebaut und war in diesem Segment über viele Jahre hinweg auch in gewissen Bereichen ab und zu ein Mitbewerber von Dürr, von der CTS, die sich in diesem Bereich, in dieser Technologie auch bewegt haben. So kam es dann dazu 2013, dass die Dürr Systems AG die LTB übernommen hat. Und interessant war dann auf der einen Seite für Dürr sicher die breite technische Expertise, die sie hier vorgefunden hat, auch die Kundensegmente, in denen LTB traditionell stark war, wo Dürr aber auf der anderen Seite vielleicht keinen so guten Zugang hat. Auf der anderen Seite hat LTB dann Zugriff auf viele interessante Technologien bekommen, die für einen Mittelständler vorher unerreichbar waren. Und insofern kann man sagen, insgesamt war es ein Ergänzen auf beiden Seiten, und es war ein Gewinn auf beiden Seiten, dass wir 2013 zusammengekommen sind. Ein kleines weinendes Auge haben wir natürlich auch, wenn man auf die Schließung der Fertigung zurückblickt. Das war hier in dieser Region ja auch in aller Munde. Immerhin hat die LTB traditionell ihre Anlagen in der eigenen Fertigung gebaut. Aber in einem Konzernverbund gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten, auf Fertiger zuzugreifen. Und so war es am Ende doch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die Fertigung zu schließen. War auch insgesamt sehr verträglich, auch für uns, auch für die Kollegen dort in der Fertigung an der Stelle. Insgesamt trotzdem ist es gerade im Engineering-Bereich unter Dürrflagge für uns so, dass wir uns sehr gut behauptet haben. Und ja, das Bekenntnis zum Standort Goldkronach ist da. Das sieht man ja auch daran, dass wir formal jetzt auch in der Dürr Systems AG aufgegangen sind und damit integrativer Bestandteil von der gesamten Dürrwelt geworden sind. Und was macht den Standort heute für dich besonders? Für mich ist der Standort als Engineering-Standort nach wie vor ein sehr, sehr interessantes Aufgabenfeld. Er ist integraler Bestandteil von Dürr, das hatten wir gerade auch schon nochmal erläutert. Das ist, wenn man so zurückblickt auch und wie die ganze Kommunikation läuft, es ist inzwischen ganz selbstverständlich geworden in der Dürr- und in der CTS-Welt, wenn man davon redet, von den Standorten in Deutschland, dass man dann die beiden großen Standorte meint, einmal in Zentrale in Bietigheim, auf der anderen Seite Goldkronach. Das ist eine schöne Sache. Und was für mich sehr schön hier ist, es sind alle wesentlichen Teile sind ja hier am Standort vorhanden, die wir für unsere Anlagen und für unsere Aufträge brauchen. Vom Vertrieb angefangen über die Verfahrenstechnik, Konstruktion, Projektmanagement, elektrisches Engineering, Inbetriebnahme, Montage, Service. Wir haben alles hier, auch Einkauf, Controlling sind am Standort vertreten. Wir haben also einen rundum funktionierenden Standort. Und ich denke, das ist auch etwas, was insgesamt innerhalb der CTS und in der Dürrwelt geschätzt wird. Denn man muss ja auch sehen,
dass zum Beispiel einige höhere Management-Ebenen der CTS am Standort Goldkronach beheimatet sind. Zum Beispiel ist der Leiter von dem gesamten Bereich Operations in EMEA in Goldkronach ansässig. Dann, du hast eingangs schon erwähnt, EMEA-Leitung Verfahrenstechnik in meiner Person sitzt am Standort Goldkronach. Dasselbe gilt für die Elektrik. Das zeigt den Stellenwert, den der Standort innerhalb von der CTS hat. Aber das ist natürlich auch eine gehörige Verantwortung, die wir hier mittragen insgesamt für die CTS und für die Dürr AG. Aus unseren gemeinsamen Vorstellungsgesprächen habe ich mitgenommen, dass ihr Projekte gemeinsam mit den Bietigheimer Kollegen, aber auch mit US-Kollegen zum Beispiel abwickelt. Wie schafft man es denn, in standortübergreifenden Projektteams erfolgreich Projekte abzuwickeln und auf dieses gemeinsame Wissen auch zurückzugreifen? Ja, zunächst einmal stecken wir sehr viel Arbeit und Energie in die Schaffung von einheitlichen Prozessen. Das fängt schon mal damit an, dass man gegenüber dem Kunden das gleiche Verständnis hat und geht dann über gleiche Arbeitsweisen, gleiche Vorgehensweisen bis dahin, dass man gleiche Tools benutzt, also was Software betrifft und Ähnliches. Und am Ende soll es in einem Projekt ja ohnehin nicht darum gehen, wo die Kolleginnen oder Kollegen sitzen, sondern darum, an welchem Standort auch immer diejenigen Kolleginnen und Kollegen sind, die am besten für die Aufgabe geeignet sind. Und so ergeben sich immer wieder und auch immer öfter standortübergreifende Teams, die in einem Auftrag zusammenarbeiten. Und das funktioniert sehr gut und ist auch sehr interessant. Vielleicht ist auch ein Punkt so nebenbei, dass Schwaben und Franken sich offensichtlich ganz gut verstehen. Wir haben festgestellt, dass die Unternehmenskultur zwischen Dürr und damals LDB, die übernommen wurde, von Anfang an gut gepasst hat. Und das merkt man auch in der Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen an den Standorten. Denn am Ende des Tages sind es doch immer Menschen, die zusammenarbeiten. Wenn ich euch jetzt mal so ganz direkt die Frage stelle, sollte man als neuer Mitarbeiter in Bietigheim oder in Goldkronach einsteigen? Ja, würde ich sagen, Goldkronach natürlich, das ist ganz klar. Nee, im Ernst, die Region hat schon ein paar Vorteile hier. Wir sind Teil der Metropolregion Nürnberg und wir haben dort auch das entsprechende wirtschaftliche und kulturelle Umfeld. Die Universität Bayreuth ist in unmittelbarer Nähe, die hat auch einen guten Ruf und wir haben hier auch sehr gute Kontakte und auch einige Absolventen von der Universität Bayreuth bekommen. Auf der anderen Seite sind wir doch noch sehr ländlich strukturiert, mit allen Vorteilen, zum Beispiel was auch die Lebenshaltungskosten betrifft. Und nur mal als Beispiel, wenn man einfach nur eine kurze Auszeit vom Büroschreibtisch braucht, dann geht man einfach vor die Tür und dreht eine Runde ums Firmengebäude. Da sind wir hier mitten im Grünen. Das klingt gut. Vielen Dank euch beiden für die ganzen Einblicke in die Standortgeschichte und ja zu dem, was Goldkronach für euch bedeutet. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, welche große Rolle der Standort in Goldkronach in der Geschäftsentwicklung von Dürr gespielt hat und mit seinem Kompetenzcenter für Solvent Recovery auch weiterhin spielt. Ich freue mich auf jeden Fall auf meinen nächsten Besuch bei euch und vielleicht reicht es uns dann ja noch für den kleinen Ausflug ins Fichtelgebirge. Vielen Dank, Laura. War schön, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank, war sehr schön. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. So verpasst du keine weitere Folge mehr. Für weitere Informationen rund um das Unternehmen Dürr kannst du einfach den Links in unserer Podcast-Beschreibung folgen. Bis dahin, mach's gut.